dort, komm, hier! Lauf, Barry! Verdammt, wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bill, na los! Lauf doch! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Oh, hier liegt was. Bill, sie kommen durch die Tür! Oh. Ha! Zurück! Ach, Mann! Mann, das ist doch nicht zum Glauben hier. Boah, ey, da habe ich ja gar keine Erinnerung mehr dran hier an die Szene. L3? Ja, ich sehe ihn wohl. Kannst du mal sterben? Ich glaube, er ist tot. Okay. Ach, der. Oh, kommt der von hinten angeladen. Okay, jetzt mache ich ernst. Jetzt mache ich ernst, Leute. Jetzt mache ich ernst. Pass auf. Der war gut platziert, der Molly. Das ist ein Baseballschläger. Oh, Scheiße. Gott, verdammt, sie kommen her! Los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang, durch den Gang! Ellie! Oh. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja! Sie ist auf! Na los! Oh! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir.
Echt verlockend. Schluss jetzt. Ja, Bill und Ellie sind sich so... Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Sehr schön. Okay, danke. Also Bill... Ellie, sieh dich mal um, vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, ja. Klar doch. Bill und Ellie sind sich sofort sympathisch, aber ich finde das irgendwie ganz cool, wie die miteinander umgehen, muss ich sagen. Bills Karte, was gibt's denn da Schönes zu sehen? Achso, ja, gut, ja. Die haben wir eben schon kurz gesehen. Ja, ich hätte... Ne, gut. Ja, so wie Klicker in der Nähe sind, mache ich die Nahkampfwaffe eigentlich ungern, ne? Das ist das Problem. So, da könnte man lang gucken. Da hinten ist ein Schachbrett, cool. Gucken wir uns gleich an. Was ist denn hier los? Ah! Mann, der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh. Geh ihm einfach aus dem Weg. Geil. Lesen. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Mhm. Ich wollte nicht auf den Schreibtisch klettern, du sollst die Sachen einsammeln. Sehr schön. Hat, Dings hat doch bestimmt eine Werkbank hier, Bill, oder? Wo ist Bills Werkbank? Ist das hier eine Werkbank? Nein, aber irgendwo ist hier bestimmt eine Werkbank. Da will ich, glaube ich, nicht wieder raus. Ein Schachspiel. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Oh, da liegen noch Sachen. Kannst du darüber springen? Nein, kann er nicht. Die Theke ist zu riesig. Weil da hinten liegt noch was, habe ich gerade gesehen. Nämlich da. Habe ich hier rein? Ellie summt. Achso, da könnten wir jetzt wechseln zwischen Waffe. Okay, also zwischen Gewehr meine ich. Mhm. Gut, 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 gut. Ja, ich habe jetzt momentan so viele Waffen, dass ich gerade gar nicht weiß, was ich zuerst benutzen soll. Das ist auch mal ein Luxus. Den man nicht immer in diesem Spiel hat. Da ist was zu lesen. Messer verbessert. Ah, geil. Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Das ist schön. Aber wie mache ich das? Mit Trainings... Achso, das kann ich wahrscheinlich jetzt bei einer Werkbank machen. Aber ich dazu brauche ich eine Werkbank. Ich habe noch keine gefunden. Hast du jetzt alles fertig? Genau, also zumindest habe ich keine Werkbank gesehen. Na gut. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, was ist einmalig. Was für eine Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Ja, klingt einleuchtend. So, jetzt will ich mal eben die Nachricht lesen. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Da. Irgendwas habe ich doch gerade eben eingesammelt. Was, der? Nee, das war ganz... Ach man, weil da gab es eben eine Nachricht an Derek. Nee, an Bob. Pillen. Dann muss das Hunter-Notiz, genau. Die konnte ich eben so schnell nicht lesen. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahegekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierte sie davon gejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. Gut, 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 gut. Ist das eine Werkbank? Nein, Mann, ich will eine Werkbank.
Ah, hier ist ein Klo. Ist nicht das gleiche. Hallo, Ellie, danke. Lass mich doch bitte mal durch. Hallo, Bill. So. Hier was hinter Versteck. Ah, ja. Wieder viel Krams, ne? Aber ich muss erstmal eine Bank. Ellie! Ich muss hier weg. Ah, die steht aber echt super im Weg. Hier noch was? Aktuell nicht. Lieber alles angucken immer, ne? Baseballschläger. Da liegt noch lecker Essen. So. Er hat auch immer ein Auge auf uns, ne? Ja, ja. Da hätte ich an seiner Stelle aber auch wahrscheinlich. Ich wäre auch misstrauisch uns gegenüber. Da noch was? Nein. Ach, da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tessel. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ah, ihr hört sich an. Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ja. Yeah. Okay, dann mal los. Frischluft. Draußen sind wir wieder, okay. Ja, kommt ihr jetzt mit, oder? Voll. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Oh! Macht euch bereit! Oh, das war fies! Ja, ich komm. Lass los! Hat der Arschloch gerufen? Och nö, ein Klicker. Geh weg von ihnen! Ich hab den Klicker getroffen. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum Osten. Er führt schon Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Ja, ich suche gerade noch nach Waffen oder so. Flaschen sind hier. Das hat aber ganz gut geklappt, in Anführungsstrichen. Jetzt ist meine Super-Mega-Waffe kaputt, aber macht nichts. Also Klicker auf offener Straße sind natürlich echt scheiße, ne? Wenn die rumschleichen und man die leise erstechen kann, alles schön und gut. Aber so ist heftig, ja. Da ist noch ein Stein. Liegt auch ein Stein. Ich überlege gerade, ob ich ein Medipack nehmen soll oder lieber nicht. Weil, Vorräte und so, ne? Könnte ja auch sein, dass hier vielleicht noch ein Snack rumliegt oder so. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ich warte mal mit den... Oder mit den, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob ich das... Ja. Wir nehmen erstmal die Pistole, das Gewehr. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Geil, Bill. Ich find's cool. Also, wo lang? Wir sind da, es ist im Keller. Da ist doch... Ist das nicht Energie? Nee, oh, war 10 von den Krimskrams-Dingern. Wir sind da.
Ach, da im Keller, okay, ist klar. Ja, dann reingucken, ne? Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komm schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch.